herzlich willkommen bei Annas Nähschule. Heute nähe ich ein Bündchen an einen Pullover dran und zeige euch, wie man das Ganze ausrechnet, wie man es gleichmäßig platziert, damit es hinten oder vorne nicht absteht. Und wenn du neu hier bist, dann abonniere doch meinen Kanal, drück die Glocke, dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn es was Neues auf meinem Kanal gibt. Besucht mich auch gerne auf Instagram und auf Facebook. Die Kontaktdaten sind immer unten in der Infobox verlinkt. Wie näht man gleichmäßig ein Bündchen an einen Halsausschnitt? Das werde ich oft gefragt und in diesem Video zeige ich euch das. Ich habe hier ein Bündchen zugeschnitten und zwar messe ich als erstes meinen Halsausschnitt aus. Wie viele Zentimeter das sind? Bei diesem Projekt möchte ich es aus dem gleichen Stoff nähen und der ist nicht so dehnbar. Deswegen nehme ich den Halsumfang, den ich jetzt ausgemessen habe, mal 0,9 cm. Würde man hier ganz normale Bündchen nehmen, dann würde ich das so berechnen, und zwar Halsumfang mal 0,8. Die Größe des Halsbündchens kann man wählen, wie man möchte. Ich mag es sehr gerne, wenn es ungefähr 2 cm breit ist, also nehme ich da doppelte Zentimeter. Also wenn ich jetzt 2 cm haben möchte, nehme ich 4 cm und gebe da Nahtzugaben hinzu. Also ist das die Breite des Bündchens und die Länge, die sich ergibt, Halsumfang mal 0,8 oder 0,9, je nach Stoff, den man auswählt. Dann schneide ich das Bündchen zu, schließe es zu einem Ring. Hier habe ich das bereits getan und habe es geachtelt. Geachtelt habe ich es nur aus dem Grund, weil der Stoff immer aufgeht. Also wenn ich jetzt die Klammer rauslasse, dann geht er so auf und dann ist es für mich ungeschickt, wenn ich das Ganze jetzt annähe. Deswegen habe ich es geachtelt. Vierteln würde auch reichen. Jetzt nehme ich mir meinen Halsausschnitt. Wenn man das Ganze jetzt einfach so achteln oder vierteln würde, hinten ist der Halsausschnitt etwas flacher. Vorne ist er niedriger. Das heißt, vorne habe ich mehr Umfang als hinten. Jetzt lege ich das folgendermaßen zusammen. Ich nehme mir die Schulternähte zusammen. In diesem Fall habe ich Raglanärmel und da lege ich erstmal die Nähte zusammen, um zu schauen, wo denn die vordere Mitte ist und die hintere Mitte. Hier stecke ich dann eine Klammer und genauso hinten. Dann lege ich das auseinander, lege die Klammern zusammen, sodass die gegenüber liegen und somit habe ich dann hier den Punkt und den zweiten Punkt. Somit ist es gleichmäßig geviertelt und wenn man hier vorne schaut, ist die Klammer nicht in der Mitte von der Schulter, sondern nach vorne versetzt, genauso hier. Man könnte das Ganze nochmal achteln, dafür legt man einfach hier die Klammern nochmal zusammen und steckt da nochmal eine Klammer und so macht man den ganzen Halsausschnitt einmal rum. Jetzt ist der Halsausschnitt ebenfalls geachtelt. Und jetzt lege ich mein Bündchen rechts auf rechts mit der offenen Kante nach oben zeigend rüber. Und zwar schaue ich, dass die Naht des Bündchens auf die mittlere Klammer hinten kommt. Und jetzt stecke ich einfach es um, nehme eine Klammer raus und die zweite Klammer stecke ich über beide Stofflagen drüber. Jetzt ist mein Halsbündchen hier gleichmäßig angesteckt und jetzt sieht man hier zum Beispiel, dass das Bündchen an sich kürzer ist als der Halsausschnitt. Und wenn ich das Ganze annähe, dehne ich das Bündchen so, dass es auf die gleiche Größe kommt wie der Halsausschnitt. Und nähe das einmal rundherum an mit der Overlock. Wer keine Overlock hat, kann hier einfach die Nähmaschine und einen elastischen Stich nehmen. Und so schaut das fertige Bündchen dann aus, hier am Halsausschnitt. Es ist gleichmäßig, es steht nirgendwo ab. Hinten ist es auch gleichmäßig und vorne ist nicht zu viel und nicht zu wenig Bündchen angenäht. Die Naht bügle ich immer nach unten nochmal schön mit viel Dampf. Man könnte es hier von außen nochmal absteppen, wenn man möchte, damit die Nahtzugaben einfach hier unten flach liegen. Beim Annähen des Bündchens empfehle ich immer etwas weiter seitlich anzufangen, so dass das Ende der Naht nicht hier direkt oben liegt, wenn der Pullover oder das T-Shirt so offen liegen, dass hier quasi nicht das Ende der Naht zu sehen ist, sondern auch schön sauber ausschaut.
So, meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, die Nähanleitung hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao!